am Anfang will man irgendwie den Grat probieren. Und wenn man dann erstmal die Route probiert hat, dann geht es einem eigentlich nur noch um die Route, weil die einfach so geil ist und weil einem das gefällt. Es geht halt durch diese Grotte, ist halt einfach eine der schönsten Linien in Franken. Und wenn man sich das irgendwie als Ziel setzt, so einen Grat zu klettern, und dann findet man dabei raus, dass es einfach eine so geile Route ist, und es ist halt auch schön, was an seinem persönlichen Limit zu klettern, Ja. dann freut einen das halt noch viel mehr. Man klettert zu so den unteren Teil mit so einer Rechtsquerung dann am Ende bis zu so einem guten Schüttelpunkt in so einem Loch. Und bis dahin ist es so 10 plus ungefähr. Und dann klettert man von dem Loch weg eine Boulderstelle plus die Krux von so einer 8B-Route oben noch. Und der obere Teil insgesamt, habe ich gedacht, ist vielleicht nochmal 8C. Okay, Und dann wow. vielleicht 8B plus 8C kommt man dann halt auf 9A. Vor allem hat es mich einfach gelehrt, dass man mit viel Spaß an die Sache rangehen muss. Dass es irgendwie nicht darum geht, sich jetzt irgendwie irgendeine Route zu suchen, die man halt gut klettern kann. Dass man sich halt irgendwie den Grat oder so erarbeitet, sondern dass man halt einfach hingeht, weil einem die Route gut gefällt.